Schön, dass Sie da sind. Willkommen beim Report. Wahlpoker, wird im Frühjahr oder im Herbst gewählt und wovon hängt das ab? Preisfrage, bleibt Strom teuer und was bewirkt die Energiewende? Dazu live im Studio Verbundchef Michael Strogl. Und schweres Erbe, wie umgehen mit historisch belasteten Städten? Guten Abend. Vermutlich fragen auch Sie sich zu Hause mit Blick auf die Stromjahresabrechnung, wann wird es endlich wieder günstiger? Das ist eine Frage, die uns dieses Wahljahr in Zeiten hoher Inflation begleiten wird. Wann der Wahlkampf dazu offiziell eröffnet wird, das beschäftigt uns gleich zu Beginn der Sendung. Denn derzeit dreht sich in den Parteien strategisch alles um eine Frage. Wann wird gewählt? Planmäßig im Herbst oder doch schon vor dem Sommer? Wovon hängen solche Entscheidungen ab? Zumal alle Blicke am Freitag nach Wels zu ÖVP-Chef Karl Nehammer gerichtet sind, der dort eine Rede hält. Martin Busch und Alexander Sattmann berichten. Die Vorbereitungen auf das Superwahljahr laufen an. In der Tischlerei der für Wahlen zuständigen Magistratsabteilung in Wien-Floridsdorf werden 300 neue Wahlkabinen produziert. Wann sie tatsächlich zum Einsatz kommen, weiß hier freilich noch niemand. Robert Stein hat als oberster Wahlleiter bis zu seinem Ruhestand mehr als 25 bundesweite Wahlen organisiert. Jetzt berät er das Innenministerium als Konsulent. Von einer Vorverlegung der Nationalratswahl oder gar einer Zusammenlegung mit der EU-Wahl Anfang Juni rät Stein dringend ab. Die Gründe sind auch trivial. Das ist die Papierbeschaffung. Es ist sogar diese fragwürdig, ob man die noch dazu, wo in 26 anderen EU-Staaten gewählt wird, ob man das Papier zu vernünftigen Konditionen für zwei Wahlen herbeischaffen kann. Wobei da geht es um das Papier für die Kuverts, für die Stimmzettel und auch für die je 2 Millionen Wahlkarten. Und allenfalls würden dann die Preise exorbitant steigern. Aber es ist nicht schnipp, dass man diese Menge an Papier beschaffen kann. Mit diesem Video startet die ÖVP in den Wahlkampf. Ein Kanzler auf der Suche nach Antworten. Welcher Wahltermin nutzt der ÖVP am ehesten? Und wie gewinnt sie verlorene Wähler zurück? Die Antworten darauf erhoffen sich viele von Nehammers Grundsatzrede am kommenden Freitag. Für den Karikaturisten Michael Pammesberger raubt ein Neuwahlgespenst des Kanzlers Schlaf. Bleibt Karl Nehammer bei seinen Beteuerungen mit den Grünen bis zum Herbst durchzuregieren? Oder folgt er den meisten schwarzen Landeshauptleuten, die die Wahl vorverlegen wollen? Aus der Sicht der ÖVP spricht für Vorverlegung vor die EU-Wahl Anfang Juni, dass der Bundeskanzler Nehammer nicht durch die EU-Wahl weiter beschädigt ist. Aber die ÖVP soll sich einmal überlegen, die haben die letzten, also kurz nehme ich aus, dass die letzten Obmänner massakriert und jetzt haben sie wieder einen, den sie vielleicht nach der EU-Wahl, weil es nicht so gelaufen ist, wieder massakrieren. Das sind ja alles taktische Überlegungen, die nicht das Selbstbewusstsein einer ehemals staatstragenden Partei signalisieren. Da sind sich Andreas Babler und Herbert Kickl einig. Wählen so rasch wie möglich, also noch vor der EU-Wahl. Bei Einhaltung aller Fristen wäre der 26. Mai der wahrscheinlichste Termin für die vorgezogene Nationalratswahl. Von der freiheitlichen Seite ist es auf jeden Fall so, dass die jederzeit wählen und dass es ihnen recht sein kann, wenn sie diesen Vorsprung, den sie in den Umfragen haben, möglichst schnell in die Wahlzelle durchtragen. Es ist ja so, wir wissen alle, wie schnelllebig die Politik ist und es ist natürlich bei allen die Sorge, bei der freiheitlichen Seite die Sorge, dass noch was passieren kann bis zur Wahl und bei der ÖVP die Hoffnung, dass sich womöglich noch was grundlegend ändert. Aus meiner Sicht ist die SPÖ nicht gut vorbereitet für vorgezogene Wahlen. Es ist nicht ganz klar, was sie wirklich anders machen wollte. Die Idee, wie gesagt, sagt mir meine langjährige Erfahrung, dass man mit der Forderung, mit der zentralen Forderung nach 2 neuen Steuern eine Wahl gewinnen kann, halte ich für nicht zutreffend. 2 Wahlen am selben Tag oder auch zeitnah bergen viele Fehlerquellen. Wahlkarten oder Stimmzettel könnten vertauscht oder in die falsche Urne geworfen werden. Unkalkulierbar auch ein Novum. Wahlkarten müssen schon am Sonntag ausgezählt werden. Dieses Schreckgespenst gibt es zweifelsfrei. Ich bin mit der Kollegenschaft ständig in Kontakt. Und auch der Herr Bundesminister hat
in einem Interview deutlich gemacht, dass er große Sorgen hat wegen der Administrierbarkeit. Ich persönlich glaube, dass eine gemeinsame Durchführung der Wahlen, also Nationalratswahl und Europawahl, faktisch unmöglich wäre, beziehungsweise hochriskant in Richtung einer möglichen erfolgreichen Anfechtbarkeit. Die taktischen Überlegungen mancher ÖVP-Politiker oder Strategen kann Meinungsforscher Wolfgang Bachmeier nicht nachvollziehen. Welche Auswirkungen der Wahltermin auf das Ergebnis hat, kann nicht vorausgesagt werden. Nehmen wir an, eine schwere Niederlage einer Partei bei den kommenden Europawahlen heißt nicht automatisch, dass sie unter dieser Niederlage leidet und die mitnimmt bis zur folgenden Nationalratswahl. Es kann genauso gut das Gegenteil eintreten, dass das Pendel dann wieder zurückschlägt, dass Wähler, die vielleicht von dieser Partei nicht mehr so begeistert waren, dann sagen, also so weit wollen wir es nicht kommen lassen, wir wählen wieder diese Partei. Das heißt, alles, was man hier als Grund sieht, früher zum Wählen zu gehen, ist im Prinzip nicht wirklich begründet. Er hat sich bei den Europawahlen selbst aus dem Spiel genommen. Ottmar Karas, langjähriges Aushängeschild der ÖVP in Brüssel. Immer wieder stand er im Widerspruch zur Bundespartei. Auch jetzt reibt er sich an seinen Parteifreunden und deren Poker rund um den Wahltermin. Von der Praxis her und aus der Erfahrung her weiß ich, dass umso näher die Nationalratswahl mit zur Europaparlamentswahl gelegt wird, umso weniger kommen europapolitische Themen durch. Und das würde ich sehr, sehr bedauern, weil es mir um eine inhaltliche Auseinandersetzung geht und nicht um Taktik und Protest. Sind da nicht Sie auch beteiligt, weil nämlich die großen Parteien befürchten, dass neue Listen möglicherweise antreten, so zum Beispiel eine Liste Ottmar Karas? Angst ist immer ein schlechter Ratgeber und zu dem Thema habe ich alles gesagt, es gibt nichts Neues. Sie haben es offen gelassen, ob Sie mit einer eigenen Liste bei der nächsten Nationalratswahl antreten wollen oder nicht. Aber ich habe dazu nichts Neues zu sagen. Weder ein Ja noch ein Nein. Ich habe keine Neuigkeiten mehr zu sagen und daher kann ich dazu heute nicht Stellung nehmen. Eine Kleinpartei will bei der Nationalratswahl antreten, die Bierpartei. Ihr Chef Dominik Vlasny hat bei der Bundespräsidentenwahl beachtliche 8,3% der Stimmen erreicht. Seine Kandidatur könnte die ÖVP doch noch auf Platz 2 bringen, sollte Karas nicht antreten. Wenn hier bei der SPÖ etwas verloren geht, durch Bierpartei oder durch anderes, und bei der ÖVP eine Festigung erfolgt, dann ist der zweite Platz durchaus in Reichweite. Bereits im März versuchte Karl Nehammer, mit einer Rede zur Zukunft der Nation das Ruder herumzureißen. In Erinnerung blieb sein Bekenntnis zum Autoland Österreich. Der Umschwung in den Umfragen blieb aus. Zweiter Versuch, Freitag in Wels. Es wird aber überhaupt nur wirken, wenn wir einen anderen Nehammer sehen als bisher. Wie soll dieser andere Nehammer aussehen? Selbstbewusst, Stärke signalisieren, Ehrlichkeit signalisieren und eine inhaltliche Überraschung liefern, sodass er dann ein Thema setzt, über das alle die nächsten Wochen diskutieren müssen. Wenn Sie Ihren Schwerpunkt, so löblich das ist, auf die Steuersenkungen legen, dann müssen Sie doch wissen, dass in der ganzen Vergangenheit Steuersenkungen von den Leuten nie bei Wahlen honoriert wurden. Nie. Nehammers schlafraubendes Neuwahlgespenst. So schnell lässt es sich nicht vertreiben. Apropos schnell vertreiben, so schnell lassen sich die hohe Inflation und insbesondere die teuren Strompreise trotz milliardenschwerer Staatshilfen offensichtlich auch nicht vertreiben, sprich nach unten treiben. Ob sich das bald ändert, zumal die Regierung morgen im Ministerrat die Strompreisbremse anpassen und die Übergewinne der Energiekonzerne auch weiterhin und das durchaus strenger, wie kolportiert, abschöpfen will, darüber sprechen wir gleich live hier im Studio mit dem Vorstandsvorsitzenden von Österreichs größtem Stromanbieter. Zuvor Laura Franz über hohe Strompreise, staatliche Bremsen und Konzerngewinne. Hohe Energiekosten begleiten uns jetzt schon seit einiger Zeit. Haben sich die Menschen schon damit abgefunden? Wie geht es Ihnen denn aktuell mit den Strompreisen? Einfach hinzeigen. Wie geht es Ihnen denn mit den aktuellen Strompreisen?
Eigentlich gut. Ja, warum? Also ich habe glücklicherweise gewechselt von Energie Klagenfurt zu Wien und habe da, glaube ich, ein paar Monate kostenlos gehabt, gerade in der Zeit, wo der Preis am höchsten war. Hoch, dann nehme ich. Ich finde ganz einfach, dass sich das ziemlich zugespitzt hat. Gut, schlecht? Ich weiß nicht. Ich glaube gut. Warum? Weil das mit der Strompreisbremse scheinbar immer noch funktioniert. Die Strompreisbremse war eine Maßnahme der Regierung gegen die Teuerung. Bisher hat man als Verbraucherin und Verbraucher einen Zuschuss von maximal 30 Cent zum Strompreis bekommen. Das kann sowohl auf der Konsumentenseite als auch auf der Anbieterseite dazu führen, dass Preise verrechnet werden, die überhöht sein können. Und andererseits, dass Konsumenten nicht zum günstigen Anbieter wechseln, weil sie in der Preisspanne zwischen 10 und 40 Cent quasi versichert sind und sie keinen Anreiz haben, das zu tun. Damit die Stromanbieter wieder billiger werden, will die Regierung nun den Zuschuss für die Konsumenten bei der Strompreisbremse kürzen. Bei der Mietervereinigung kritisiert man, dass die Menschen ohnehin schon sehr belastet sind. Eine Senkung des Zuschusses würde halt für viele Mieterinnen und Mieter wieder eine finanzielle Mehrbelastung bedeuten. Und es sind ja viele jetzt schon an ihren Grenzen der finanziellen Belastungsmöglichkeiten angelangt. Nur wenn man immer wieder zum billigsten Anbieter wechselt, hätte man weiter günstigen Strom. Diese Verantwortung auf die Konsumenten abzuwälzen, sei unfair. Ja, das beobachten auch wir. Ja. Die Österreicherinnen und Österreicher sind da sehr in der Gewohnheit oft verhaftet. Man hat einmal einen Energieanbieter, den bekommt man, ja, und den wechselt man nicht so schnell. Ja. Aber gerade in Zeiten der Krise zeigt sich halt oft, dass auch Stabilität gut ist oder große Anbieterinnen auch gut sind, ja, und dass man die Vorteile, die man oft bei kleinen kurzfristig bekommt, langfristig nicht halten kann. Experten fordern, dass in Zukunft Stromanbieter nicht auf den maximalen Profit setzen, sondern faire Preise anbieten. Denn die Unternehmen in Österreich sind alle zumindest zur Hälfte in öffentlicher Hand. Erst kürzlich hat das Oberlandesgericht Wien den Verbund verurteilt wegen zu hoher Tarife. Also eines muss man sagen, dass solche Gerichtsurteile einem Unternehmen im öffentlichen Eigentum sicher kein gutes Zeugnis ausstellen. Ein Unternehmen im öffentlichen Eigentum hat meiner Meinung nach die Verpflichtung, auch das größere Ganze jetzt über die Bestimmungen des Aktiengesetzes hinaus verstärkt mitzudenken. Und von einem Unternehmen im öffentlichen Eigentum erwarte ich mir, dass sie auch die Konsumentinnen und Konsumenteninteressen verfolgt. Und dazu zählt auch eine faire Tarifierung. Bleibt der Strom also teuer? Profitieren die Energiekonzerne von der Verlängerung der Strompreisbremse oder sinken die Preise schneller als bisher? Das wollen wir jetzt live mit dem Vorstandsvorsitzenden von Österreichs größtem Stromanbieter, Verbundchef Michael Strugl, auch Präsident der Energiewirtschaft, live im Studio besprechen. Danke fürs Kommen. Guten Abend, Frau Schnabel. Herr Strugl, der Staat hat sich ja entschieden, weiterhin mit der Strompreisbremse dazuzuschießen, zu fördern. Was heißt das jetzt für die Preise? Werden die auf dem Niveau, auf dem aktuellen bleiben, weil eben der Staat unter die Arme greift und zuschießt? Oder werden die schneller sinken? Also die Preise, die bilden sich ja an den Märkten aufgrund von Angebot und Nachfrage. Seit der Liberalisierung des Strommarktes ist das die Preisbildung, die maßgeblich ist für die Großhandelspreise. Das, was die Regierung gemacht hat, ist in dieser Situation, als die Preise nach oben gingen, die Menschen zu unterstützen, indem ein Zuschuss zu den Stromkosten gegeben wurde. Das ist in Österreich gemacht worden, das ist in Deutschland gemacht worden. Und das hat tatsächlich auch geholfen, sowohl den Betroffenen, die von den Preiserhöhungen betroffen waren, aber es hat auch inflationsdämpfende Wirkung gehabt. Aber die Großhandelspreise, wie wir wissen, die sinken ja und die sind ja rasch gesunken. Warum aber nicht die Verbraucherpreise genauso schnell? Weil, so wie Sie es ansprechen, das hätte ja nicht nur Vorteile für die Kundinnen und Kunden, die auf die Stromrechnung schauen, sondern auch inflationsdämpfende Maßnahmen. Und mit Blick auch nach Belgien, in die Niederlande, bei uns sinken die Verbraucherpreise nicht so rasch. Sie sinken deswegen langsamer als der Großhandelspreis, aus demselben Grund, wie sie auch langsamer angestiegen sind. Es sind die
Haushaltsstrompreise in Österreich von Mitte 21, als dieser enorme Strompreisanstieg auf den Märkten feststellbar war, aus den Gründen, die wir kennen, bis zum Ende des Krisenjahres 22 unter den Marktpreisen geblieben. Und diese Entwicklung hat sich erst umgedreht, als die Großhandelspreise wieder gesunken sind. Der Grund ist, dass im Voraus beschafft wird, um Versorgungssicherheit für die Kunden zu haben. Das heißt, die Preiserhöhungen werden nicht im vollen Umfang und später weitergegeben, aber auch die Preissenkungen dauern länger. Und wenn Sie sich anschauen, wie Haushaltsstrompreise in Europa ausschauen, dann haben wir festgestellt, dass beispielsweise in unseren Nachbarländern wie Italien, Tschechien, Deutschland die Preise höher waren. Auch die deutsche Strompreisbremse hat erst bei 40 Cent angesetzt und in Österreich bei 10%. Das heißt, wenn man das vergleicht, dann ist Österreich eigentlich gar nicht so schlecht dagestanden im europäischen Vergleich. Trotzdem sagen die Wirtschaftsforscher, sowohl von IHS als auch WIFO, da wären wir drinnen gewesen, weil ja die Energiekonzerne hierzulande überwiegend teilstaatlich sind, also im staatlichen Besitz. Und jetzt noch einmal zur Ausgangsfrage, das wollen wir alle wissen. Ihre Prognose auch als Präsident der E-Wirtschaft, werden die Preise jetzt schneller sinken? Also wir sehen, dass die Großhandelspreise sinken und deswegen haben auch die Versorger schon beginnend im letzten Jahr auch die Tarife für die Haushaltskunden gesenkt. Und wir sehen, dass sich diese Entwicklung fortsetzt. Das heißt, aus der heutigen Sicht gehen die Strompreise nach unten. Es gibt aber auch Elemente auf der Stromrechnung. Es ist ja nicht nur der Energiepreis, der da draufsteht, die vermutlich steigen werden. Und die Stromnetze zum Beispiel. Das sind die Netztarife, das sind die Systemkosten und das wird auch vom Stromkunden bezahlt. Jetzt ist es aber so, dass die Regierung, ich habe schon angesprochen, die Strompreisbremse ja verlängert und morgen im Ministerrat im Vernehmen nach wird der Zuschuss halbiert. Da hofft man sich einen Anreiz, dass die Kundinnen und Kunden schneller wechseln, nämlich zu günstigeren Anbietern. Wenn man sich anschaut, jetzt gibt es schon 10 Cent pro Kilowattstunde beim Verbund. Sie sind der größte Stromanbieter, sind es für Bestandskunden so um die 20 Cent pro Kilowattstunde. Erwarten Sie auch mehr Wettbewerb und dass dadurch natürlich die Preise hoffentlich noch schneller sinken? Also diese Obergrenze war zum Beispiel für uns nie wirklich relevant, denn wir sind selbst am Höhepunkt der Strompreise mit dem Tarif, den unsere Kunden bezahlt haben, deutlich darunter gewesen. Also der höchste Tarif war 24 Cent und wir sind jetzt unter 20 Cent. Was wir sehen, ist, dass mit Beginn der sinkenden Preise mehr Anbieter wieder in den Markt zurückgekommen sind. Diese haben sich ja, als die Preise explodiert sind, zurückgezogen. Die haben dann auch ihre Kunden gekündigt. Und die Versorger in den Ländern und auch Verbund haben dann diese Kunden mit Strom versorgt, weil die dann ohne Anbieter dagestanden sind. Jetzt ist wieder mehr Wettbewerb im Markt, weil diese Versorger zurückgekommen sind. Und die beschaffen kurzfristiger, das heißt, die können auch schnell sinkende Großhandelspreise weitergeben. Also günstigere Preise. Dass aber die Tarifgestaltung auch vom Verbund, also Ihrem Konzern, nicht immer zugunsten der Kundinnen und Kunden ausfällt, hat auch in zweiter Instanz das Oberlandesgericht Wien bescheinigt. Außerdem in Oberösterreich, Sie haben sich mit der Arbeiterkammer geeinigt, zahlen Sie einmalig an Kunden 85 Euro bis spätestens März zurück. Kurzum, Herr Strugl, wäre es nicht fairer, wenn man sowohl für Bestandskunden, weil eine Stromrechnung, eine Tarifgestaltung zu durchschauen ist eine eigene Wissenschaft in Österreich, wäre es nicht fairer für alle Kunden, egal ob Bestandskunde oder neue Kunde, ab einem gewissen Stichtag den gleichen günstigen Tarif zu geben? Wir sind in einem Wettbewerbsmarkt seit 20 Jahren ungefähr und die Unternehmen haben unterschiedliche Beschaffungsstrategien und diese sind wesentlich ausschlaggebend für die Tarife, die sie dann anbieten. Das ist die Situation derzeit. Das schon, aber darf ich kurz einhaken? Wir haben ja ins Bezirkvikum in Österreich, nämlich der Verbund. Sie sind ja überwiegend im staatlichen Eigentum. Und die Eigentümer, die Politik, die haben ein klares Interesse. Die wollen billige, auch der Wahl geschuldet, aber billige vor allem Strompreise. Jetzt ist mir schon klar, Sie sind im Aktiengesetz verpflichtet und man kann Ihnen das nicht verordnen oder Ihnen eine Weisung erteilen. Aber gerade weil sie im staatlichen Teilbesitz sind, überwiegend, müsste das Interesse der Kundinnen und der Kunden nicht schwerer wiegen als die Gewinne wie in einem privaten Konzern?
Also grundsätzlich versuchen wir hier auch diese Spielräume zu nutzen. Wir haben uns das auch sehr genau angeschaut mit sehr umfänglichen Rechtsgutachten. Sie haben es schon gesagt, Verbund ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft. Das heißt, wir haben zwar den Staat auf der einen Seite als Teileigentümer, aber wir haben auch sehr viele private Eigentümer und Aktionäre. Aber nicht in der Mehrheit? Nicht in der Mehrheit, aber das genügt schon, um auf alle Rücksicht nehmen zu müssen. Das werden Sie wissen. Und deswegen müssen wir sehr genau darauf achten, dass wir hier ausgewogen vorgehen. Und deswegen haben wir auch versucht, hier diese Spielräume auszunutzen, indem wir eben am Höhepunkt dieser Preiskrise an unsere Kunden diese hohen Preise nicht weitergegeben haben. Und auch die Preiserhöhungen sind wesentlich später beim Kunden angekommen. Das hat dazu geführt, dass beispielsweise das Endkundengeschäft bei uns keine Gewinne macht. Aber genau aus dem Grund, weil wir mit den Kunden auch durch diese schwierige Zeit gehen wollten, hatten wir diese Tarife nur maßvoll angepasst. Und wenn Sie sich die Tarife unseres Unternehmens anschauen, dann sind wir ungefähr in der Mitte dieser Preisbandbreite. Und das zeigt doch schon, dass es eine sehr moderate Vorgangsweise gewesen ist. Unterm Strich bleiben aber satte Gewinne, Übergewinne. Auch, ich nehme an, im letzten Jahr, also im 22er Jahr hat sich ja der Gewinn verdoppelt. Im dritten Quartal haben Sie auch schon Übergewinne. Und dazu kommt, dass die Regierung sagt, diese Übergewinnsteuer, diese Abschöpfung, die wird noch einmal strenger, soll die ausfallen, strenger abgeschöpft werden, also mehr abgeschöpft werden, auch für dieses heurige Jahr. Da wird ja Vorstellung haben für das 23er Jahr. Sie haben im März gerechnet, dass möglicherweise 800 Millionen Euro Übergewinn abfallen könnte, also Steuer abfallen könnte, die Sie dem Staat abführen. Jetzt sind Sie im dritten Quartal 77 Millionen. Was ist das Verhältnis? In welchem Verhältnis zum Gewinn? Hier reflektiert sich vor allem eines, und das sind die sinkenden Preise. Und deswegen, denn die Abschöpfung orientiert sich ja an dem Marktpreis. Wie viel werden Sie abführen für das 23er Jahr? Das haben Sie ja schon gesagt, die 77 was Millionen. Die Aussicht ist. Aber man muss schon auch eines sehen. Wir werden insgesamt an den Staat über 1 Milliarde Euro abführen. Auf der einen Seite an Steuern, aber auf der anderen Seite durch Dividende. Und wenn ich Frau Schnabel jetzt noch dazu zähle, was wir an andere öffentliche Eigentümer ausschütten, dann kommen noch einmal 650 Millionen Euro dazu. Das heißt, das sind fast 1,8 Milliarden Euro, die das Unternehmen an öffentliche Eigentümer zurückgibt. Davon ist die Übergewinnsteuer, wobei ich Ihnen sage, ich weiß nicht, was ein Übergewinn ist, das habe ich in meinem Studium anders gelernt. Aber es ist jedenfalls so, dass wir sehr viel an den Staat und an die öffentlichen Eigentümer zurückgeben. Und die wichtigere Frage ist eine ganz andere, nämlich was passiert denn mit den Gewinnen? Und da kann ich Ihnen sagen, jeder Euro bei Verbund, der übrig bleibt, nachdem wir unsere Steuern gezahlt haben und nachdem wir die Dividende gezahlt haben, wird reinvestiert. Wir investieren im Jahr zwischen 1,5 und 2 Milliarden Euro in Kraftwerke, in Netze und in Speicher für die Versorgungssicherheit Österreichs. Und das sollte man sich anschauen. Und wenn man über die Übergewinne redet und über die Abschöpfung redet, dann sollte man auch im Auge haben, dass die Investitionsfähigkeit der Unternehmen erhalten bleiben muss. Denn, Frau Schnabel, das lassen Sie mich bitte noch abschließend sagen. Wir werden bis 2030 in den Umbau des Stromsystems 60 Milliarden Euro investieren müssen. Und das ist der Grund, warum die Europäische Kommission diese Verordnung, auf der diese Abschöpfung basiert, nicht mehr verlängert hat, weil sie gesagt hat, das Verhältnis steht eigentlich nicht dafür, dass man die Investitionsfähigkeit der Unternehmen dadurch gefährdet. Jetzt muss ich Sie hier kurz stoppen, denn genau darüber wollen wir noch weitersprechen, nämlich dieses Geld, wohin Sie das investieren, nämlich in erneuerbare Energie. Und das sehen wir uns jetzt an. Wie geht dieser Ausbau insbesondere der Stromnetze eigentlich voran, die es künftig vielfach für Ökostrom aus Wind, Wasser und Sonne braucht? Und zwar am Beispiel der Voest, Österreichs größten Stahlkonzern in Linz, der auf klimafreundliche Elektrohochöfen umsteigen will. Mit Folgen für ganz Österreich, denn das würde ein Minus von 5% aller CO2-Emissionen bedeuten. Benötigt wird dazu ein Ausbau der Stromnetze und das wiederum beschäftigt derzeit das Bundesverwaltungsgericht. Warum? Eine Bürgerinitiative diesen Ausbau bekämpft, das berichten uns jetzt Laura Franz und Helga Lassar. Wirtschaftlicher Wohlstand und Klimaschutz gehen nicht immer leicht zusammen.
Aktuelles Beispiel: die Föst und ihre geplante Umstellung auf elektrische Hochöfen. Das würde auf einen Schlag 5% CO2 in Österreich einsparen. In 2 Jahren sollen zumindest 2 der mit Kohle betriebenen Hochöfen elektrisch laufen. Dazu braucht es aber stärkere Stromnetze im Großraum Linz. Genau gegen diesen Netzausbau stellt sich aber eine Bürgerinitiative. Mit uns reden wollten sie nicht. Und auch von der Föst will niemand mit uns sprechen. Zuständig für den Netzausbau ist die Austrian Power Grid, kurz APG. Bei der Föst ist es beispielsweise so, dass die durch die Elektrolichtbogenöfen sehr viel mehr Strom brauchen. Und hier ist es so gelaufen, dass wir dann umgehend begonnen haben, gemeinsam mit der Föst einmal eine Planung zu machen. Wie kann man den Standort Föst überhaupt erreichen? Welche Stromleitungen, in welcher Stärke braucht es überhaupt? Und woher kommt auch dieser Strom? Das ist ganz entscheidend. Ja? Und das wurde mal geplant. Daraus wurde dann ein Projekt entwickelt. Und dieses Projekt wurde dann in die Genehmigung eingereicht. Auch die Umweltministerin hofft auf eine grünere Föst. Und das ist ein großes Projekt mit einer großen Bedeutung für Österreich. Und dafür brauchen wir die Infrastruktur, dafür brauchen wir auch die Leitungen, dazu stehe ich. Wir brauchen für die Energiewende, wir brauchen für die Dekarbonisierung auch die Leitungen. Und damit wir das gut abwickeln können und gute Verfahren dazu machen, gibt es eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Diese Umweltverträglichkeitsprüfung wurde von den Behörden des Landes Oberösterreich gemacht. Dort wurde festgestellt, dass die Umweltauflagen erfüllt sind. Auch der am Verfahren beteiligte Umweltanwalt des Landes Oberösterreich zeigt sich zufrieden. Prinzipiell ist es ein sinnvolles Projekt. Und wenn es um die Fragen der Energiewende geht, um das Umstellen der Industrie, zum Beispiel der Schwerindustrie, nicht nur der Stahlindustrie, der chemischen Industrie, aber auch dann die Umstellung der Heizsysteme und des Verkehrs auf erneuerbare Energien, dann ist das ein unerlässlicher Schritt. Und so haben wir es immer gesehen. Doch für die Bürgerinitiative Traunauen schützen werden Anrainer und Natur durch den Ausbau des Stromnetzes zu wenig geschützt. Deshalb hat sie auch Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Das Projekt liegt derzeit daher auf Eis. Die Bürgerinitiative, die mit uns nicht sprechen will, hat als Sprachrohr die Nationalratsabgeordnete Karin Doppelbauer gewonnen von den NEOS, die sonst ja immer für schnellere Verfahren eintreten. Als Oberösterreicherin will sie jetzt, dass ihre Landsleute von der Politik gehört werden. Die Politik hat verdammt noch mal zu kapieren, dass die Bürgerinnen und Bürger mündig sind. Das ist nicht mehr wie so vor 30 Jahren, wie es halt so war, ja, was man jetzt ausgemacht hat und dann ist es schon passiert und Argumente werden vom Tisch gewischt. Das geht nicht mehr. Der NEOS-Vorwurf von der Frau Doppelbauer war, das Ganze war schon von Start des Verfahrens eine abgemachte Sache und so läuft die Politik in Oberösterreich leider. Also die Transformation der Industrie und der Wirtschaft findet statt. Dazu brauchen wir erneuerbare Energieträger und die brauchen leistungsfähige Stromnetze. Dann gibt es klare gesetzliche Regelungen und Behördenverfahren. Die wurden abgeführt, übrigens in Oberösterreich, die strategische Umweltprüfung in meinem Haus in Rekordtempo, die daran folgende Umweltverträglichkeitsprüfung, auch vom Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, auch im Rekordtempo. Der zuständige Wirtschafts- und Energielandesrat sieht ein anderes Problem vorrangig. Ihn stört, dass Bürgerinitiativen Projekte jahrelang verzögern können. Alle Interessen anmelden ist okay, aber die aufschiebende Wirkung passt nicht. Und nicht Politikerinnen oder Politiker entscheiden über Vorbringen, sondern Sachverständige auf Basis von Gesetzen, die da sind. Dieses UVP-Gesetz hat diese Schwäche. Die Ministerin weiß es und sie ist höchst gefordert, das umzusetzen. Denn eins ist auch klar, mit schönen Worten wird die Energiewende nicht gelingen. Können Bürgerinitiativen Projekte wirklich so einfach verschleppen? Die Umweltministerin kontert. Durch eine Gesetzesnovelle vergangenes Jahr seien langjährige Verzögerungen nicht mehr möglich. Wir haben, was die Beschwerden betrifft im Verfahren, eines gemacht, nämlich Blankobeschwerden, also Beschwerden, die überhaupt nicht argumentieren im Projekt, sondern einfach eine Blankobeschwerde gegen eine Entscheidung einreichen, die haben keine aufschiebende Wirkung mehr. Aber in einem rechtsstaatlichen Verfahren gibt es für Befürworter wie Gegner Rechtsinstrumente. Und das heißt natürlich auch, ich habe ein Recht darauf, und das muss dieses Verfahren gewährleisten, auch, dass ich einen Einspruch erheben kann. Ich glaube, wesentlich bei vielen Sachen ist, dass einmal ein Verfahren begonnen hat, also noch ein Vorverfahren, und dass eine Entscheidung fällt.
Und wenn eine Entscheidung gefallen ist, dann kann man glücklich sein damit oder nicht. Dann habe ich die Möglichkeit der Berufung oder nicht. Aber das Schlimmste ist das Nichtentscheiden. Die Bürgerinitiative will das Projekt bei den Traun Auen in Linz jedoch gar nicht verhindern, sondern kritisiert vielmehr, dass keine Alternativen in Betracht gezogen werden, so die NEOS-Energiesprecherin. Keiner, auch die Bürgerinitiative, ist gegen eine Leitung, die zur Föß geht, um die Dekarbonisierung voranzutreiben. Also, dass die Leitung gebraucht wird, steht überhaupt nicht zur Diskussion. Es geht nur darum, wie sie gemacht wird. Und um das Wie geht es uns eigentlich. Und da gäbe es sehr viele Möglichkeiten mit modernen Technologien, wie zum Beispiel im Erdkabeln, hier den Bürgerinnen und Bürgern entgegenzukommen auch. Und einfach Erdkabel zu verlegen und nicht eine Freileitung durch ein Naturschutzgebiet durchzubauen oder halt sehr nahe an den Wohnungen von vielen Menschen, die dort auch zu Hause sind. Die Austrian Power Grid sagt, man habe Alternativen zu Freileitungen geprüft, auch die Verlegung von Erdkabeln. Aber auch diese seien ein massiver Eingriff in die Landschaft und haben dadurch ökologische Nachteile, erklärt der Vorstand der APG und zeigt uns hier ein Beispiel aus Deutschland. Das ist nur, dass man von der Dimension, jetzt stellen Sie sich vor, wir fahren mit so einer Baustelle durch die Traun an, was da überbleibt. Wir wollen zwar den Klimaschutz, wir wollen auch den Ausbau der Erneuerbaren, wir wollen dekarbonisieren, aber wir wollen die Windräder nicht sehen, wir wollen auch die Leitungen nicht sehen. Ich glaube, man muss so ehrlich sein, wenn wir den Klimawandel verhindern wollen, dann müssen wir auf der anderen Seite auch gewisse Veränderungen in der Natur zulassen. Das heißt, das ist einfach ein Faktum, dass es sein wird. Man wird Windräder nicht verstecken können und wir werden auch nicht jede Leitung verstecken können, weil auch die Verkabelung ist extrem kostenintensiv. Und ich glaube auch nicht, dass man das der Bevölkerung zumuten kann, dass die Netztarife massiv nach oben gehen, nur weil wir den Luxus uns leisten, alles zu verkabeln. Vom geplanten Stromprojekt werden etliche Siedlungen betroffen sein. Hier bei den Kleingärten nahe der Traun ist bei den Bewohnerinnen und Bewohnern die Stimmung gemischt. Künftig soll es zwar stärkere Stromleitungen, dafür aber weniger Masten geben. Johann Leitner, Obmann des Kleingartenvereins Auwiesen 1, sieht die Umbauten pragmatisch. Ob das das Internet ist, ob das alte Geräte sind, ob das die Wärmepumpen sind, man sollte die Elektrizität nicht in Frage stellen. Diese wird ja doch so forciert als grüner Strom und gleichzeitig sägt man daran. Egal ob in privaten Haushalten oder bei großen Wirtschaftsunternehmen, am hohen Strombedarf wird sich so schnell nichts ändern. Der Herr Strugel, wir brauchen mehr Strom. Der Ausbau hinkt hinterher, haben wir auch an diesem prominenten Beispiel gesehen. Muss man so ehrlich sein, Sie fordern ja auch als Präsident der E-Wirtschaft schnellere Verfahren, vor allem rechtliche Klarheit, auch beim neuen in Begutachtung befindlichen Elektrizitätswirtschaftsgesetz. Aber muss man dann im Umkehrschluss auch so ehrlich sein, das geht auf Kosten von Naturschutz und auch Landschaftsbild und Ortsbild? Es ist immer eine Abwägung, da haben Sie recht. Und genau um diese Abwägung geht es auch. Das muss auch in den Verfahren geschehen. Und daher ist es wichtig, dass, wenn man sagt, dieser Umbau des Stromsystems, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten, um gleichzeitig auch raus aus den Fossilen zu kommen, wenn das Vorrang haben soll, dann muss man es auch klar sagen. Und weil das eben nicht in den Gesetzen so klar steht, hat beispielsweise der Richter am Bundesverwaltungsgericht genau in diesem Beispiel gesagt, wir erkennen die aufschiebende Wirkung zu und müssen jetzt prüfen, ob dieser Ausbau, ob diese Leitung tatsächlich Vorrang hat gegenüber gewissen Aspekten der Biodiversität oder von Anrainerrechten. Und andere Länder, wie beispielsweise Deutschland, haben das gemacht. Die haben in dieser Situation der Energiekrise dem erneuerbaren Ausbau Vorrang eingeräumt. Auch die Europäische Kommission hat es empfohlen. Österreich hat es nicht umgesetzt. Da fordern Sie eben klarere Regeln. Fakt ist, dass der Stromnetzausbau kosten wird, Milliarden kosten wird. Der Verbund wird das auch investieren. Muss man im Umkehrschluss da nicht ehrlicherweise dazu sagen, Ökostrom, auch wenn er künftig sauber sein soll, wird aber nicht wirklich günstiger längerfristig. Also das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Man soll nicht so tun, als wäre dieser grüne Strom billig oder gratis, weil Wind und Sonne keine Rechnung schicken. Denn es ist schon richtig, wenn wir mehr Angebot in den Markt bringen, dann ist es einfach wie überall so bei homogenen Gütern, dann sinken die Preise. Aber was steigt?
sind die Systemkosten. Denn beispielsweise schwankende Erzeugung wie Photovoltaik und Sonnenenergie, aber auch Wind, führen dazu, dass öfter eingegriffen werden muss ins System. Wir sprechen dann von Redispatch und diese Redispatch-Kosten sind beträchtlich. Das waren im letzten Jahr über 140 Millionen Euro. Das müssen die Stromkunden bezahlen. Mhm. Aber vor allem der massive Ausbau der Netze, der kostet enorm viel. Verbund wird seine Netzinvestitionen mehr als verdoppeln auf über 9 Milliarden Euro. Kurzum, zu den Preisen vor der Krise der Energiekrise kehren wir nicht mehr so schnell zurück. Wir sehen das nicht, weil ganz einfach auch diese Dekarbonisierung und dieser Umbau des Systems kostet. Und diese Kosten kommen auch an. Sie kommen bei den Unternehmen an, sie kommen bei den Bürgern an. Es müssen 60 Milliarden investiert werden in den nächsten Jahren. Und das wird man einfach auch spüren. Gut. Kurzum, Energie und Strom bleibt teuer. Ich sage danke fürs Kommen, Herr Strobel. Gerne. Und wir wechseln somit das Thema und damit zur Frage, wie umgehen mit der Vergangenheit, wenn es um ein schweres historisches Erbe geht, wie zum Beispiel Hitlers Geburtshaus, umstrittene Kriegerdenkmäler, Straßennamen oder das Dollfuss-Museum in niederösterreichischen Texing. Das mittlerweile geschlossene Geburtshaus des austrofaschistischen Kanzlers sollte eigentlich neu gestaltet werden, wurde aber überraschend vor wenigen Tagen geräumt. Sabina Riedl über die Frage, wie also umgehen mit Relikten aus dunklen Zeiten. Wie nähert man sich einem so schwierigen Erbe? Schrittweise, so der Plan des Kuratorenteams, das mit der Umgestaltung des Museums beauftragt wurde. Wenige Tage nachdem diese Aufnahmen entstanden sind, hat die Gemeinde allerdings das umstrittene Dollfusshaus leergeräumt und das Projekt damit zunichte gemacht. Kurz vor dem plötzlichen Aus schildern uns die drei ihr Vorhaben. Wir denken, dass es tatsächlich sinnvoll ist, diesen Ort als Erinnerungsinstitution aufzulösen, nicht dabei einfach sang- und klanglos zuzusperren und dann wieder nicht darüber zu reden, sondern sich wirklich über einen längeren Zeitraum konstruktiv mit der Problematik auseinanderzusetzen. Mich hat schon am meisten verblüfft, wie ich hier zum ersten Mal war, diese Gläser mit dem Dollfuss-Emblem. Tatsache war, dass die Vaterländische Front, ebenso wie jede andere gut organisierte Einheitspartei dafür gesorgt hat, dass es diese Erinnerungsstücke gibt und die auch sozusagen wie Merchandise vertrieben hat. Was mich irritiert hat am meisten, oder eigentlich bis jetzt irritiert, ist die große Anzahl an Berührungsreliquien, also Stücken, die Dollfuss gehört haben, die er schon berührt hat und die man hier als Museumsbesucher anschauen kann. Die Graberde mit Echtheitszertifikat ist eine dieser Kuriositäten, die damals unter die Leute gebracht wurden. Die Gemeinde hat das Haus bis 2028 von der Familie gepachtet. Die Besitzerin Caroline Dollfuss, eine angeheiratete Verwandte, schaut während der Dreharbeiten vorbei. Was sagen Sie? 5 Jahre ist verpufft. Sie haben es wirklich weggerissen oder weiterlassen. Und wenn wir es lassen, dann machen wir eine Wohnung. Dass man das als Ferienwohnung vermietet, sozusagen. Ja, irgendwas, ja. Kritische Geschichtsbewältigung war offenbar nicht im Sinne der Gemeinde. Jedes dieser Stücke wurde ohne Vorwarnung in die niederösterreichischen Landessammlungen in St. Pölten verfrachtet. Selbst die KuratorInnen wurden von der Entscheidung überrumpelt. Beauftragt hatte den Gedenkverein der damalige Bürgermeister von Texing, Innenminister Gerhard Karner. Das Museum glich einem Schrein. Dollfuss wurde als Märtyrer, als Opfer der Nazis dargestellt. Die Geschichte sieht ihn als Diktator, der das Parlament auflöste und auf wehrlose Demonstranten schießen ließ. Und es gab schon auch noch später die Produktion. Eine vertane Chance für eine profunde wissenschaftliche Aufarbeitung der Dollfuss-Zeit vor Ort, die hier mit dem Kuratorenteam das Haus verlässt. Ähnlich schwierigen Gefühlen und einem konfliktträchtigen Relikt stellen sich diese 4 Frauen in St. Jakob im Rosental. Das sogenannte Kriegerdenkmal erinnert offiziell an den Kärntner Abwehrkampf von 1918 bis 1920. Erbaut wurde es allerdings 1936 von illegalen Nazis. Bis in die 80er und 90er Jahre hinein war es ein Magnet für Rechtsextreme und Rechtspopulisten. Ein Schlag ins Gesicht der slowenischen Minderheit. Mehr als 1000 von ihnen wurden im Dritten Reich vertrieben oder deportiert.
Mit ihrer Initiative Denk einmal wollen die vier Frauen das Bauwerk im Ort zum Thema machen. Der erste Bürgermeister, wo ich oben war, der hat immer von grauen Mächten geredet. Und er hat gesagt, da geht gar nichts, das lass mal in Ruhe. Da wird nur Aufruhr und da wird nur wieder mehr Hass gesät und das lassen wir in Ruhe. Also das war ganz in der Anfangszeit. Ganz in der Anfangszeit. Also in den 1990er Jahren. Und da war ich noch eine junge Frau und mir gedacht, was redet der? Was sind denn die grauen Mächte? Mhm. Ist das dieses Nazitum, das uns so verfolgt? Mhm. Gell? Natürlich ist es für niemanden angenehm, wenn man jetzt sozusagen erforscht und dann kommt man rauf, Familienangehörige waren jetzt sozusagen aber Nazis, aber dafür können die Nachfahren nichts. Aber sie können jetzt was dazu tun, dass das einfach aufgeklärt bzw. auch angesprochen wird und dass man sagt, ich meine, die Kriege rundherum, die poppen auf und das ist etwas, wo man sagt, es hat einen Sinn, dass man sich dafür einsetzt, dass radikale Einstellungen in welcher Form auch immer in unserer Welt da keinen Platz haben. Der Bürgermeister will keine alten Wunden zwischen den Volksgruppen aufreißen. St. Jakob hat erst 2020 zweisprachige Ortstafeln bekommen. Als jetziger Bürgermeister kann ich nicht für Entscheidungen etwas dafür, die vor 80 Jahren entstanden sind. Aber man darf da natürlich immer oder man sollte sogar in einen Dialog treten. Und wir haben da gesagt, jawohl, wir sind gern bereit, in Zusammenarbeit mit den Gemeindegremien diese Sache aufzuarbeiten. Gerade die Jüngeren im Ort wissen nichts mehr über die problematische Geschichte des Denkmals. Manche Ältere bezeichnen es als Schandfleck unter Denkmalschutz. Der Kärntner Landeskonservator ist zwar für dessen Erhaltung zuständig, meint aber auch, eine kritische Kontextualisierung sei überfällig. Das Denkmal in St. Jakob 1937 errichtet, die Initiatoren waren allesamt illegale Nazis und daher eben ein wirklich sehr belastendes Denkmal. Und es wäre höchst an der Zeit, dass man hier sozusagen Kulturerinnerung schafft, die vielleicht das etwas transparenter, etwas reflektierender darstellt und hier diese belastende Geschichte etwas aufarbeitet. Auch der kleine Ort Oberschützen im Südburgenland trägt schwer an einem ähnlichen Vermächtnis. Das bombastische Anschlussdenkmal prangt auf einem Hügel oberhalb des Ortes, errichtet von den Nationalsozialisten als symbolische Bastion gegen den Osten. Auch dieses größte NS-Denkmal auf österreichischem Boden steht unter Denkmalschutz. Wegreißen war also keine Option. Die Historikerin Ursula Mindler-Steiner und Bürgermeister Hans Unger beschlossen, das Bauwerk ins richtige Licht zu rücken. Das Denkmal ist erbaut worden unter Mitwirkung der Bevölkerung. Das heißt, die Steine, die hier quasi dieses Denkmal bilden, sind von Schülern und Schülerinnen der lokalen Schulanstalten, von Lehrer und Lehrerinnen etc. hergebracht worden. Was auch ein Grund dafür ist natürlich, warum sehr starke familiäre Bindungen auch im Dorf zu diesem Denkmal zum Teil sind. Es wurde schon hinter vorgehaltener Hand oft darüber geredet, oft am Stammtisch. Und da hat man schon versucht, dass das Ganze quasi etwas klein zu schweigen. Aber dieser Prozess, das darüber reden, war genau der richtige Weg, dass einfach die Ortsbevölkerung mitnimmt. Und das hat sich wirklich auch gut bestätigt, dass das der richtige Weg gewesen ist. Die Historikerin und der Bürgermeister kennen sich seit Kindergartentagen. Ein Vorplatz zum Denkmal mit Legende soll noch entstehen. Bisher gelang es ihnen, die Oberschützener dazu zu bringen, ihre Privatarchive zu öffnen. Die Bilder zeigen Aufmärsche der örtlichen Hitlerjugend und die Eröffnungsfeier 1939. Manche Zeitzeuginnen teilten für das Projekt ihre Erinnerungen. Es ist ja alles freiwillig passiert, ne? Die haben das Material mit Pferden und Kühwegen sind die gefahren und haben die Steine und das Ganze hingebracht dort und so weiter. Und wer Zeit und Geschick gehabt hat, hat das dort geholfen aufbauen. Nicht? Dann hat es geheißen, ihr braucht nichts mehr, ihr habt euer Soll schon erledigt. Es sind so viele noch da, die wollen auch was machen. Also für einen Zwang keine Rede. Im Realgymnasium in Oberschützen, in der NS-Zeit ideologische Kaderschmiede der Region,
hat das Mahnmal in den Geschichtsunterricht Einzug gehalten. Vor ein paar Jahren noch undenkbar. Ich habe meinen Papa mal gefragt, wie ich das gesehen habe, was das ist. Und dann hat er es mir erklärt. Und ich finde, man sollte darüber auf jeden Fall was gehört haben. Meine Oma wohnt auch hier. Und deswegen hat sie auch oft darüber geredet. Und das ist natürlich eine schlimme Zeit dafür. Meine bisherige Erfahrung war immer, sie freuen sich, dass sie raus dürfen, dass Geschichte an einem Ort stattfindet, den sie besuchen können. Sie müssen nicht weit weg. Sie erfassen es dann das erste Mal, wie groß das ist. Und mein Ansatz ist auch, dass es nachher sozusagen zum Nachdenken, zum Diskutieren, vielleicht sprechen sie es zu Hause halt, wenn man dort anregt. Die Unbeschwertheit, mit der sich diese Kinder der Vergangenheit nähern, zeigt, wie heilsam solche Projekte sein können. Einen ganzen Ort befreien können von der Last des Schweigens. Auch so geht's, und mit diesem gelungenen Beispiel für Vergangenheitsbewältigung verabschieden wir uns auch schon für heute. Danke von uns allen hier fürs Zusehen. Bis nächsten Dienstag. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Kommen Sie gut durch die Woche.